imagine reckless ruggedness than that. What do you call it in the past? The Texas person. The Texas theater board of American. Es geht halt heute darum, mit verschiedenen Arten, hier zum Beispiel mit dem selbstgemachten Speer, der recht gut sogar funktioniert, ja, und ja, halt so eine Box zu erstellen, die habe ich gestern mit einem Freund kaputt gemacht, ja, wie ihr sehen könnt, oder mit halt diesem Plastikteil hier, was recht schwer sein wird, ja, weiß nicht, oder hier, ein Stock. Das war es von meiner Seite aus. Als erstes probieren wir es mal mit dem Speer. So sieht das Ergebnis dann nach dem Wurf auf. Aus. Ich zeige euch das nochmal in Slow-Mo und zwar hier. Leute, ich habe eben einen Testwurf gemacht mit dem Messer bzw. Stock. Und das kam dabei rum. Ich habe einen scheiß Hocker geworfen. Wieso? Ich meine, wow, aber wieso? Ich habe auf die Kiste gezielt. Mann! Ungefähr nach 27 Versuchen später, was nicht so ganz geklappt hat, wie ihr eben gesehen habt. Es ist halt für mich gesehen, es ist kein einziges Mal stecken geblieben. Es ist meistens abgeprallt, hat die Kiste einfach umgeworfen und ich bin scheiße beleuchtet, merke ich gerade. War ich mit Huki? Ja, doch nicht. Nein? Doch, okay. Ja, und dann Alter Falter. Ja, versuche ich halt mal weiter mit dem Speer irgendwas. Oh, mal sehen, was ich jetzt machen werde. Mir ist nämlich eben die Idee gekommen. Ich packe zwei von denen hintereinander und werfe dann einfach den Speer durch. Mal sehen, ob es funktioniert. Ja, wir noch mal sehen. Ja, also ich habe gar keine schlechte Leistung erzielt. Ist durch beide durchgegangen. Ja, beziehungsweise in den nur kurz rein. Durch den ganz durch. Ja, ich würde sagen, das war erfolgreich. Warte, jetzt ziehen wir mal den Speer raus. Geh raus. Ein Loch mit da. Ja, ich muss sagen, gar nicht so schlecht.